Wir machen unseren Job. Wir versuchen im Hintergrund die Gespräche zu führen. Wir führen sie, geben immer wieder ein Stück weit Wasserstandsmeldungen über die positive Gespräche, die wir führen, hat Jamal ja auch bestätigt. Aber am langen Ende werden wir dann verkünden, wenn es was zu verkünden gibt. Es gibt einen Wunsch, es gibt aber auch eine Partei, die auch einen Wunsch hat und das muss man übereinander legen. Aber momentan ist alles am Laufen, sehr, sehr positiv und wie gesagt, wenn es dann zu verkünden ist, dann tun wir das. Ja, aber das hat Winnie ja gesagt, wir haben ja einen Kader und wir brauchen auch diesen Kader. Und das heißt nicht immer, wenn einer dann nicht spielt, jetzt ist die Verlängerung wieder in weite Ferne gerückt, jetzt hat er gespielt, hat in Spielen Tore gemacht, jetzt ist die Verlängerung eigentlich eine Frage der Zeit. Wir machen uns darüber hinaus Gedanken. Es ist ein Kaderplan für die nächsten Jahre und das heißt nicht, wenn einer auf der Bank sitzt, dass wir automatisch nicht verlängern. Genau andersrum ist es auch nicht automatisch der Fall. Wir machen uns einfach Gedanken und wir sind froh, dass wir solche Spieler in den Reihen haben. Und wie gesagt, ob es Jamal ist, ob es Leroy ist, ob es Joshua ist, ob es Manuel ist, ich habe jetzt hoffentlich keinen vergessen, wenn man gesagt hat, das sind die Gespräche jetzt noch weit. Das machen wir, das ist unser Job, den machen wir aber im Hintergrund und natürlich spekuliert ihr darüber, ist logisch, aber ich bin jetzt nicht hier und sage irgendwelche 60, 40, 70, 30. Gute Gespräche.